Wie diagnostiziert man Persönlichkeitsstörungen? Persönlichkeitsstörungen beginnen in der Diagnostik oft mit einer klassischen Ermittlung der Persönlichkeitsstruktur, zum Beispiel der Big Five, woran dann schon mal überdurchschnittliche oder extreme Ausprägungen erkennbar sind. Dazu gehört natürlich auch die Frage, ob die Persönlichkeitseigenschaften irgendwie zu Einschränkungen in der Lebensführung führen. Denn das würde ja dann nahelegen, dass es sich um ein pathologisches Moment hatte, was man untersucht werden muss. Dazu gehört natürlich auch, dass man den Schweregrad der verschiedenen Verhaltensweisen untersucht und dann mal guckt, inwieweit das mit anderen Persönlichkeitsaspekten zusammenhängt und dann auch tatsächlich zu dem pathologischen Befund führt. Dazu gehört natürlich auch eine profilgeleitete Prüfung, ob Persönlichkeitsstörungen vorliegen, wenn ja, welche, aber auch natürlich auch die Frage, ob eventuell andere Störungen vorliegen, weil die Differentialdiagnostik in der Psychiatrie ausgesprochen komplex ist. Das heißt, es gibt Symptome, die sowohl zu Persönlichkeitsstörungen gehören, aber auch zu anderen psychischen Störungen. Und so kann zum Beispiel eine Zwangshandlung können auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung gehören oder Wahnvorstellungen auch zu einer Ausprägung der Schizophrenie oder auch Angstzustände können zu einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung gehören, aber natürlich auch zu einer generalisierten Angststörung. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, nicht nur zu gucken, ob überhaupt eine Störung vorliegt und dann vorschnell auf eine Persönlichkeitsstörung zu schließen, sondern tatsächlich zu gucken, ob und wie andere Störungen möglicherweise vorrangig sind und damit eher vorliegen als eine Persönlichkeitsstörung.